Also rein vom Machen her war der hier lästiger. Bei viel Bewegung oder wie? Super, noch drei. Was? Halt so Level 46 haben, willst du mich verarschen? Das kann irgendwie nicht stimmen, get it memorized. Wind Level 29, also wenn, dann würde ich als erstes den machen. Was willst du denn? Kommt drauf an, was geht. Vitalität geht. Geht wieder nichts. Warum geht das nicht? Warum geht weder Stärke, Agilität noch Vitalität? Das ist so ein Quatsch. Das Spiel bremst einen so ein. Das ist so schlimm. Weiß ich nicht. Geist? Ja. Kraft drauf. Toll. Naja, kann ja durchaus. Brauchen wir jetzt. Ne, guck mal wegen Items. Okay. Das Spiel macht mir echt Angst. Das wird etwas Banane Richtung Ende, finde ich. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie viel das damit zu tun hat, dass du rumgefuscht hast. Das hat nichts damit zu tun. Darum habe ich ja nichts gefuscht. Unsere Werte haben sich ja schon verändert. Ja, natürlich, weil ich neu spielen musste. Ich wusste ja nicht mehr, welche Werte wir hatten. Außerdem habe ich nicht gefuscht. Ja, ja. Das Einzige, was ich umstellen musste, war, weil ein Fehler drin war. Weil das ist kein richtiges... Das Safe-Game, das du mir gesendet hast, das war nachher kaputt. Das konnte ich nicht mehr benutzen. Das Einzige, warum wir überhaupt noch hier waren, war, weil ich durch Zufall einen anderen Emulator einmal ausprobiert habe mit dem Safe-Step, bevor wir leveln wollten. Und mit diesem... Und das hat der irgendwie gespeichert, warum auch immer. Und dann von dem Safe-Step habe ich wieder weitergemacht. Aber das war halt fehlerhaft. Lufti. Huch. So, wo sind wir jetzt hin? Get it memorized will, dass wir zu Feuer gehen. Feuer, wo ist denn Feuer? Ganz unten, ne? Ganz unten, ja. Oh je, wie siehst du denn aus? Konnte man hier in der Nähe parken? Direkt am Vulkan, oder? Oder nicht? Alter Flammen. Irgendwo. Oh. Ja, wenn wir jetzt aber nach rechts und dann irgendwie runtergehen, ich glaube da. Oder auch nicht. Was? Oh, wo ging es denn? Oder direkt hier runter? Oder? Nicht. Was? Wie? Wo? Wo geht's denn hier lang? Steh nicht. Gibt's hier irgendwo? Ja. Siehst du ja drücken, Hitze. War das wirklich hier durch? Veganer auf Mana. Wir hatten eben auch schon Japaner auf Mana, aber auch nicht schlecht. Okay, dann kurz durch die Wüste gehen, aber wir müssen uns ja irgendwie südlich halten, oder? Ja, ist die Frage, von wie rum die Stadt jetzt sehen. Entweder ist es nördlich oder südlich. Ich hätte sehr südlich gesagt. Ich meine, beim Vulkan ging es doch eigentlich auch nur runter. Oh, was ist denn das hier? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich so ganz dunkel an die Ecke. Und ich glaube, hier irgendwo kann man dann mal nach unten gehen. Irgendwo. Vielleicht, wenn wir jetzt nach links gehen, hoppsa. Aber so könnte es doch immer laufen. Mit den Gegnern? Mhm. Ja. Die Zeiten sind vorbei. das ist nicht verkehrt. Nicht, dass er wieder in so einem Quatsch ist. Ja.
Du bist zielstrebig. Ja, ja, also wie gesagt, runter halt, denke ich. Feuer, mir. Level 35, HP 11.283, Schwäche, Wasser. Kann manchmal ein wenig verwirren, da er aus drei Teilen besteht. Der erste Teil ist die gefährlichste, es ist ein Drachen. Nicht alle spoilern. Geben. Ja, ja. Okay. Tipps sind lieb und nett, aber wir wollen ja noch ein bisschen selber machen. Ja, ja, das hat jemand im Chat geschrieben. Ja, ja. Ich dachte, aber das wäre relevant. Ja, ist es wahrscheinlich auch, aber es ist ja blöd, wenn man immer schon alles vorher weiß, dann könnte man uns jetzt auch ein Video raussuchen und das einfach im Stream laufen lassen. Secret of Mana 2 Let's Play, Let's Play. Das wäre eine Idee. Ja. Fertiges Let's Play einfach angucken. Warum macht man sowas nicht? Ist doch viel einfacher. Ja. Was? Sich Spielevideos raussuchen und einfach nachsynchronisieren. Richtig. Das hat jemand gemacht. Ich weiß, und ich weiß mit welchen Konsequenzen. Mhm. Warum müssen denn jetzt überall diese blöden Ritter sein? Zwei Schläge, 400 HP. Das ist zu heftig. Irgendwie macht mir Hawk Sorgen. Dito. Haben die Final Level wirklich mit, oder? Weil ja, als wir das erste Mal im Vulkan waren, da waren die nicht Level 38 oder so. Nee, die leveln definitiv mit. Oh, wir auch. Ah. Mobilität. Oh, Truhe. Na. Ja. Wie läuft hier alles verkehrt rum? Mhm. Angelü, ja, was soll die denn bekommen? Stärke oder Agilität, keine Ahnung. Ja, komm, Stärke. Ah. Aber von den Werten her, da hat sie echt, also, gar nicht mehr so die Nachteile dir gegenüber. Nee. Was echt grausam ist. So, war das nicht hier, wo. Nee, ne? Wo ja alles noch dicht war, dachte ich. Wo diese Flammenwände überall kamen und so. Ja, ja, das war diese Magieblockade, die dann immer kam. Ich glaube, das ist hier. Hm, komm schon. Ah, Flammen ist Inferno. So, der Ritter stärkt sich jetzt nochmal so richtig. Vielleicht sollten wir. Wobei, doch, haben wir eigentlich seit langem überhaupt mal wieder diese Kaufkatzen gesehen? Was gesehen? Na, die Händlerkatzen. Haben wir jetzt nicht gesehen, ne? Wieso? Ja, vielleicht haben die neues Zeug. Glaubst du? Ich weiß es nicht, aber so rapide, wie das hier alles eigentlich steigt, könnte ich mir das fast vorstellen. Vor allen Dingen auch, weil wir halt so wenig, wenig Schaden machen wir schon die ganze Zeit, aber so wenig aushalten mittlerweile. Ich meine, so vom Leveln her generell sind wir ja quasi, das ist jetzt fast von den Gegnern her 10 Level her, seit wir die letzte Ausrüstung hatten. Nö. Ich weiß nicht. Hoch oder rechts? Rechts. Mach. Waren wir hier schon mal? Ich glaube nicht. Ich kann mich hier an gar nichts erinnern, was hier gerade passiert. Oh ja, genau.
Musst machen. Achso, ich bin schon wieder. Mann, ja, das ist immer so verwirrend. Ei, ei, ei. Das Spiel wird in der Beziehung leider auch nicht gnädiger, mir fällt es mittlerweile auf, was kann ich mal einmal sagen soll. Also. Das ist definitiv Fakt. Das wird nur immer und immer und immer schwerer. Das ist der Wahnsinn. Ich bin mittlerweile völlig perplex. Ich denke mir halt gerade so, was wären die Alternativen? Das ist das Blöde. Damit es wieder ein bisschen leichter wird. Tja. Ich weiß nicht, ist es Leveln, aber ich bezweifle es irgendwie. Ja, aber irgendwie müssten wir Hawks Werte eigentlich stärker bekommen. Ich meine, das war so viel angenehmer, als du tatsächlich noch ein bisschen mitschnitzeln konntest. Aber wenn du nur einen Schaden machst oder so, dann ist das echt schlecht. Ja, oder wenn solche Sachen natürlich kommen. Alter! Ehrlich. Wow! Wo habe ich einen Safe Stack gesetzt? Ah. Ja, echt? Wow. Ja gut, ich meine, ich könnte es so machen, ich könnte nochmal den Edito anwerfen und ich könnte die Werte erhöhen. Aus irgendeinem Grund sind die ja tiefer als das, was ich eigentlich haben sollte. Mhm. Das Problem, und das ist das Einzige, was eigentlich das Problem an der an dem ganzen, diesem Editor ist, der löscht bei Hawk die Fähigkeit, also die Klasse. Ich bin dann quasi wieder Dieb. Mhm. Das ist natürlich auch nicht unmöglich, weil dann kann man zur Mana-Insel, geht zu dem Schrein und wird wieder zum Ninja und dann war's das. Mhm. Aber ich weiß nicht, ist es wirklich das, sind es die Werte? Es wäre in jedem Fall angenehmer, wenn du einen höheren Stärkewert hättest. Und generell auch Vitalität mehr. Damit deine Abwehrkräfte halt höher sind. So hält es ja gar nicht so aus. Oh, oh, oh. Naja, vielleicht ist es das. Vielleicht sollten wir es halt einfach nochmal machen. Dieses Let's Play steht echt unter keinem guten Stern. Definitiv. Und da fragt sich noch einer, warum wir 3 Jahre dafür brauchen, aber gut. Naja, weil alles schief geht, was schief gehen kann. Richtig. So grausam. Aber andere Leute geben auf und wir spielen den Scheiß immer noch. Ja. Yay. Yeah. Das ist der große Unterschied. Ja, irgendwer muss sich ja dazu breit erklären, ne? Richtig. Es muss so. Ja. Oh nein. Der macht wieder irgendwas. Geh weg, mach nix. Willst du eigentlich noch irgendwann deinen zweiten Steam-Key verlosen? Oh, scheiße. Er fällt mir so gerade auf, nachdem ich festgestellt habe, dass es schon 20 nach Mitternacht ist. Ist noch jemand da, der einen Steam-Key haben möchte? Was, da kann ich ruhig mal fragen. Hä? Kommt die Frage im Chat. Achso. Ja. Vor einigen Stunden wollte ich einen Steam-Key verlosen. Nee, die Frage habe ich mir vorher schon überlegt. Eine Frage brauche ich nicht mehr. Nur will überhaupt noch jemand mitmachen, dann brauche ich die Frage nämlich auch nicht zu stellen. Also einer will in jedem Fall mitmachen. Das ist schon mal genug. Wenn du keine Konkurrenz bekommst, wird das sogar ziemlich einfach. Das ist, laufen wir die ganze Zeit falsch? Das wäre echt doof.
es geht noch zu weit vorwärts. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier eine riesige Sackgasse ist. Also. Ich hoffe, so frech sind sie nicht. Ja, ich hoffe auch sehr, dass wir nicht an der goldenen Statue vorbeilaufen. Das wäre mies. Nein! Och nein, keine blöde scheiß Fratzentruhe. Oder Fratzentruhe geht doch noch, oder? Level, na gut, Level 34. Ja. Aber ist ja eine grüne, keine schwarze. Also ein paar Leute wollen da irgendwie mitmachen, oder? So wie ich das mitbekommen habe. Gut, musst okay. Du entscheiden, keine Ahnung. Nächste Frage. Bitte Antwort wieder als PM auf meinem YouTube-Kanal. Gebt als Betreff dann bitte Gewinnspiel 2 ein, sonst weiß ich nachher nicht, wo der Unterschied da ist zwischen den beiden Gewinnspielen. Geht um Steam Key. Frage: Unsere Haustiere haben Spielenamen. Und zwar gibt es da den James und den Diego. Und ich möchte von euch wissen, von welchen beiden Spielen diese beiden Namen sind. Das ist ein reines Ratespiel im Prinzip, weil es gibt wahrscheinlich mehrere Spielecharaktere, die jeweils James oder Diego heißen. Da müsst ihr jetzt selbst drauf kommen.